Antreten zum Appell heute Mittag für die Soldaten der Allgäu-Kaserne in Füssen. Es ist 12:30, als das Gebirgsaufklärungsbataillon 230 über die Entscheidungen von Verteidigungsminister de Maizière unterrichtet werden. Die Botschaft, die Oberstleutnant Hans-Joachim Engelhaupt verkündet, sie ist erst einmal positiv. Also wir als Gebirgsaufklärungsbataillon bleiben schon mal hier und große Teile Logistik und auch große Teile Sanität bleiben auch hier. Soll heißen, zwar wird die Zahl der Soldaten in Füssen von rund 1.600 auf etwa 1.100 heruntergesetzt, mehr waren zuletzt aber sowieso nicht in der Allgäu-Kaserne stationiert. Wir haben einen Standort, der zusammenwachsen sollte. Es waren ja zwei Abteilungen, die sind zusammengewachsen. Wir als Stadt haben all das Mögliche getan, was wir machen konnten, um dieses Aufwachsen zu ermöglichen. Geplant waren 1.600 Stellen, Arbeitsplätze, 1.600 Soldaten. Dieses ist nicht mehr der Fall. Wir halten den Standort so, wie wir ihn bisher kennen und in Füssen haben. Dafür bin ich absolut dankbar, denn für Füssen, muss ich sagen, wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn dieser Standort abgezogen worden wäre. Auch für Sonthofen wäre der Abzug der Bundeswehr eine Katastrophe gewesen. Nicht nur, weil dann die Diskussion um eine weitere Nutzung der Burg in eine neue Runde gegangen wäre. Doch das steht jetzt zunächst nicht an. Die Burg bleibt wohl wie geplant Bundeswehrstandort, wenn auch nur für knapp 600 statt der bisher 1.200 Soldaten. Sie gehören künftig der ABC-Selbstschutzschule, der Sportfördergruppe und dem Zentrum für Brandschutz an. Für Sonthofen können wir sehr, sehr zufrieden sein. Ich denke, wir sind mit dem blauen Auge sehr gut davongekommen. Es ist schade, dass die Truppenteile reduziert werden einerseits, andererseits sind wir sehr froh, dass die ABC- und Selbstschutzschule sowie die Sportfördergruppe und Sportschule in Sonthofen verbleibt und auch noch einen Zuwachs bekommt, einen fachlichen Zuwachs. Insofern können wir schon von einer Standortverfestigung reden. Die Schranken geschlossen bleiben künftig wohl in Kempten. Fachsanitätszentrum und Gebirgssanitätsregiment werden aufgelöst. Lediglich 6 Dienstposten sollen in der Allgäu-Metropole verbleiben. Der Bundeswehrstandort damit faktisch geschlossen. Enttäuschung im Rathaus. Nach meinen Informationen ist die fehlende Nähe zum Bundeswehrkrankenhaus, das bekanntlicherweise in Ulm stationiert ist, das entscheidende Argument gewesen, warum aus für Kempten heißt. Weil diese Nähe zwischen den Sanitätern und den Bundeswehrkrankenhäusern wohl in Zukunft eine wichtige Rolle spielt. Als Soldat habe ich die Entscheidung des Ministers mitzutragen, was ich auch tue. Und wir setzen das, was er entschieden hat, loyal um. Als Mitbürger in Uniform tut es mir natürlich leid, dass der ein oder andere diesen Standort, in dem wir uns wohlgefühlt haben, in dem wir voll integriert waren, dass wir den verlassen müssen. Das schlimmste Schicksal hat wohl Kaufbeuren getroffen. Der Standort der Technischen Schule der Luftwaffe 1 wird komplett aufgelöst. Insgesamt 1.150 Mitarbeiter sind betroffen, 500 davon Soldaten. Mit der endgültigen Schließung des Fliegerhorsts hat niemand gerechnet. Wir waren überrascht. Wie gesagt, wir haben mit Reduzierungen gerechnet und mit Umbau gerechnet, aber nicht mit der Standortauflösung. Das hat uns wirklich, das hätte ich gestern noch nicht geglaubt, aber ich habe es heute schwarz auf weiß. Entsprechend ist die Bestürzung groß und die Enttäuschung, vor allen Dingen auch die Enttäuschung deshalb, weil wir hier eine sehr hochwertige, auch international anerkannte Ausbildung leisten, weil wir uns in den letzten Jahren intern optimiert haben und nochmal mit weniger Personal und weniger Kosten die gleiche Ausbildung leisten. Und weil wir hier in einer über 50-jährigen Geschichte als technische Ausbildungseinrichtung in dieser Stadt verwurzelt sind. Bestürzung auch bei der Stadt. Dass die Kaufbeurer Luftwaffe auf der roten Liste steht, war allen bewusst. Die Auflösung des Standorts aber ist dennoch ein Schock. Jetzt waren Sie ja letzte Woche selber in Berlin, um nochmal für Kaufbeuren zu kämpfen, die Sache zu verkaufen. Hat sich da schon abgezeichnet, dass es schlecht aussieht? Ja, also wir wussten seit geraumer Zeit, dass es ein Problem gibt hier und das ist jetzt wohl auch so benannt. Einerseits ein Sanierungsstau im Gelände, zum anderen aber auch die Frage, ob diese Art von Ausbildung für die Zukunft noch genutzt werden kann, ob man das nicht eher bei den fliegenden Verbänden macht, das wussten wir. Dass dann aber gleich der ganze Standort fällt, das war so nicht abzusehen. Die Sanierung des Fliegerhorsts hätte angeblich 100 Millionen Euro gekostet. Das ist nun Geschichte. Was mit dem rund 2,3 Quadratkilometer großen Gelände passieren soll, ist noch völlig unklar.
Eine Arbeitsgruppe diskutiert aber bereits über eine mögliche Nachnutzung. Das ist eine Nachricht, die muss man sich erst mal setzen lassen. Das ist so unglaublich und das erfasst so viele Bereiche, dass ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe es immer noch nicht richtig verarbeitet. Permanent rattert es bei mir im Kopf und ich überlege mir, was hat das für Auswirkungen, an welche Ecken musst du noch denken. Also so langsam greift diese Realität Platz. Aber ich bin schon immer noch auch wirklich schockiert. Auswirkungen wird es viele geben, das ist sicher. Laut Verteidigungsministerium sollen die Standortschließungen bis 2017 vollzogen sein. In gut 6 Jahren also bleiben die Fenster vermutlich für immer geschlossen.